Das ist echt so anstrengend. Das hört sich jetzt nach Geheule an, aber das kann man sich nicht vorstellen, weil man hat so viel Sand in den Schuhen hier. Wahnsinn. Guten Morgen. Guten Morgen. So, wir machen uns jetzt auf Rollertour. Genau, wir wollen zum Mount Merapi fahren, auf dem Vulkan. Eigentlich eine blöde Idee, weil es schon helllichter Tag und dann wird es halt sehr warm, wenn wir darauf gehen. Aber das ist sehr weit weg, da wollten wir auch nicht im Dunkeln von hier aus, weil wir hier noch gar nicht Roller gefahren sind und uns null auskennen, die ganze Strecke fahren. Das erste Mal in der Stadt richtig Roller fahren. Ja. Jo, jetzt werde ich mal zerstochen. Ja, und danach geht es wahrscheinlich noch zum Wasserfall. Na, schauen wir, wie lange wir brauchen, um erstmal auf den Vulkan zu kommen. Ja. Passiert ist. Mega krass. Hoffentlich ist demjenigen gar nichts passiert. Boah, ich war da runtergekracht. Soll ich auch runtergehen? Ja, vielleicht, aber wenn ich nicht dann fahren, weil ich glaube, ich muss richtig nicht fahren. Ja, toll! Ich bin zu schwer, also muss ich jetzt zu Fuß gehen. Wir kamen nämlich fast gar nicht mehr weiter, weil es so steil hier ist. Na, fahr? Wir sind angekommen, ich bin jetzt schon am Ende und ja, sieht schon mal richtig genial aus hier oben. So, für uns geht's jetzt los. Gerade nachdem wir auf dem Parkplatz angekommen waren, musste ich noch ein Ticket kaufen. Ich denke, das war nicht so ganz offiziell, aber der meint, das muss sein und man dürfte sonst nicht rauf und dies und das. Naja, sind da jetzt 10 Euro pro Person für ein Ticket losgeworden, ist auch okay. Jo, und der Weg jetzt fängt direkt total steil an, also vielleicht sieht man es an Jessys Füßen, wie die hier geht. Direkt die ersten 10 Meter, und schon wieder fast außer Atem. Wir müssen echt noch mehr Sport treiben. Das, was ihr hier seht, das ist kein Nebel, das ist, ja gut, so genommen Nebel, aber das ist eine Wolke. Das ist voll Wahnsinn, wir stehen hier mittendrin und ja, jetzt ist es gerade relativ dicht, sonst zieht das hier immer so durch, das sieht so interessant aus. Nur was voll lustig ist, zeig mal, kennt ihr das, das ist ein Flugzeug, dass sich hier so Packungen von Oreos oder Erdnüssen oder sowas so aufblähen, weil der Luftdruck dann, oder wegen dem Druckausgleich und der, ja, dem Luftdruck, so, das ist hier auch, zack. Wir sind echt schon kaputt. Ich glaube, wir sind ein Stündchen vielleicht gelaufen. So drei haben wir wahrscheinlich noch vor uns, oder? Ja, ein klatschnass geschwitzt und wir haben vergessen, noch eine Jacke hinter mitzunehmen. Das ist ein bisschen doof. Naja, und bei mir kann man es nämlich schon wieder sehen. Boah. Denke ich.
klatschnass. Gucken wir mal. Hallo, wir sind gerade in der Gruppe Indonesien, machen jetzt erstmal ein paar Fotos zusammen. Manche Leute, die zelten hier oben direkt auf dem Weg nach oben. Die hier sogar ein bisschen versteckt, manche direkt auf dem Weg, oder? Also ich hätte es, glaube ich, auch gemacht. Schade, dass wir jetzt keins dabei haben. Ne? Ja, weil unser Vermieter vom Homestay quasi, der hat uns auch angeboten, dass wir hier campen können. Wir wussten halt nicht, welche Tage, wie das Wetter wird, wann wir wegen dem Visum hin und her müssen. Ja. Deswegen haben wir es dann doch gelassen, aber wäre schon cool gewesen, oder? Auf jeden Fall. Jetzt sind wir hier gerade wieder auf einer Zwischenstation angekommen. Die Indonesier sind ja so ausgeflippt. Ja, die Indonesier gerade. So ausgeflippt. Voll lustig. Wir blenden mal die Bilder davon einmal, eins, zwei, die wir zusammen gemacht haben. So, langsam kommen wir weiter nach oben. Und es klart sogar ein bisschen auf. Richtig geil. Aber der sitzt jetzt am Foto. Hallo. Wir haben gerade unseren Unterschlupf für heute Nacht gefunden. Wir brauchen gar kein Zelt. Wir gehen einfach in die Höhle hier rein. Ja, ist cool, wenn es hier echt regnet, gewittert, kann man sich da reinhocken. Fertig. Ja. Pass auf. Oh Gott. Wie geht denn jetzt? Ja, da hoch. Ja. Echt jetzt? Ja. Wir müssen gerade erstmal Pause machen. Aber wir haben es gleich geschafft. Da oben wollen wir auch noch raufgehen. Das ist nämlich der Vulkan, der eigentliche. Und am Anfang war ich aber so fertig. Ich war richtig am Ende. Und weil es halt so steil hoch ging. Und jetzt ging es aber so hoch, dass man mehr klettern musste. Von daher ging es jetzt eigentlich auch relativ gut, oder? Wie findest du? Ja, auf jeden Fall. Ja. Anfang war echt hart. Der war echt hart. Gehen wir auch schon wieder weiter, oder? Ja, würde ich sagen. Stopp. Der Mount Merapi, auf dem wir gerade rumlaufen, das ist im Übrigen einer der aktivsten Vulkane der Welt und der ist 2010 das letzte Mal ausgebrochen, sogar relativ heftig. Da haben wir gestern ein paar Bilder von im Internet gesehen. Das ist echt nicht schön gewesen. Und wir waren jetzt eben mit dem Roller noch ziemlich weit entfernt von dem Vulkan, dem Berg hier. Und dann haben wir trotzdem Schilder schon gesehen für die Evakuierungsroute und auch Gegenden, die dann evakuiert werden. Das ist Wahnsinn, das war so weit weg. Ja, genau darauf stehen wir jetzt. Dann guck mal da hinten.
Da stehen überall Schilder, dass man halt nicht hochgehen soll. Das ist wahrscheinlich das Gefährlichste, was wir jetzt machen werden. Einfach da hochgehen. Ja, stimmt. Stehen überall Stoppschilder. Aber da sind auch einige Leute oben. Also werden wir es auch schaffen, weil wir haben schon richtig Bock drauf, oder? Ja, auf jeden Fall. Adventure Time. Und Mama und Papa, ja, diesmal haben wir auch keine Flipflops an, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Unsere Familie ist jetzt wahrscheinlich wieder schweißgebadet worden. Ja. Aber ihr wisst ja, wenn das Video online ist, haben wir es geschafft. Oh, jetzt kommt eine ganz, ganz dicke Wolke leider. Es war gerade so schön warm. Ich habe vor einer Minute gesagt, das tut so gut, die Wärme. Jetzt sitzt sie da frisch. Ja, und die Frau bahnt sich da schon ihren Weg. Aber das ist echt das übelste Stück jetzt, glaube ich. Der Anfang war zwar auch hart, aber hier ist halt nur Lava, Geröll. Und jeden Meter rutscht man eigentlich, den man macht, wieder zurück. Das ist echt hart. So. Live to go am Ende. Genau, live to go am Ende. Die junge Dame ist gerade erstmal fies ausgerutscht, jetzt musste ich erstmal hinsetzen. Das ist aber echt übel. Also wenn ich jetzt echt das Gewicht verlagere, das ist so Hammer und das ist echt so rutschig hier und geht hier runter. Das ist anormal. Aber wir möchten unbedingt den Weg nach oben machen. Ja, also jetzt bin ich nicht das Stück gegangen. Ja, ja, vor allem ich schwenke mal schnell unten. Ja, da unten, da haben wir jetzt eben das Stoppschild fotografiert. Oder gefilmt auch. Und wir sind jetzt ja erst dann da hochgegangen und dann hier zwischendurch und jetzt hier. War aber doch nicht so die gute Idee, weil hier ist auch so ein Geröll. Das kann man sich nicht vorstellen, wie schwer das ist, darauf zu gehen. Wir haben ein ganzes, ganzes Stück vor uns und oben zieht es gerade zu. Aber klart bestimmt auch gleich wieder auf. Weiter geht's im Affengang. Das ist echt so anstrengend. Das hört sich jetzt nach Geheule an, aber das kann man sich nicht vorstellen. Weil man hat so viel Sand in den Schuhen hier. Wahnsinn. So, jetzt haben wir das Geröll da hinten hinter uns gelassen. Jetzt müssen wir wirklich klettern. Jetzt geht's hier hoch. Vorne ist scheinbar so eine Temperaturmessstation. Ups. Das sind nämlich ganz, ganz viele Messstationen. Und hier scheint es so, als würde heiße Luft austreten. Und Feuchtigkeit, weil... Ach, krass, das merkt man richtig. Ja, da kommt richtig warme, heiße Luft raus. Jetzt haben wir uns erstmal eine Banane geschnappt und stärken uns erstmal, weil das echt richtig kraftzehrend war. So anstrengend. Ich bin einfach nur fertig, ehrlich gesagt, weil mir total schwindelig ist, meine Arme, meine Beine zittern und ja, einfach. Das ist auf jeden Fall die härteste Tour, die wir gemacht haben, oder? Es ist auch vielleicht einfach ein bisschen bescheuert, hier hochzuklettern, aber ja, wir wollen das halt echt unbedingt sehen. Nichts abgerutscht. Ich konnte nicht treten. Ja, dann wollte ich zurücktreten, habe ich ins Leere getreten. Ne, jetzt machen wir nicht, die Seite ist ganz zu. Oh nein. Verdammter Vulkan. Verdammter Vulkan. Wir haben es jetzt so gut wie auf den höchsten Punkt geschafft auf dem Vulkan.
Und hier, denke ich, hätte man jetzt eigentlich die Sicht in den Vulkan gehabt, aber wie ihr seht, es ist einfach nur grau. Da hält sich einfach nur der Nebel fest. Oder weil halt der Vulkan aktiv ist, könnte es auch vielleicht sein, dass es Rauch oder Qualm ist, glaube ich aber nicht. Das ist voll schade, jetzt kann man einfach nichts sehen da unten. Aber trotzdem, war ein mega Weg hier rauf, aber sowas von anstrengend, oder? Wir haben nur eigentlich gehofft, dass die Mühe, weil das war echt die übelste Tour, oder Schatz? Die wir je gemacht haben. Ich bin einfach fertig mit der Welt und Daniel musste meine ganzen Gefühlsausbrüche aushalten. Und das waren nicht weniger auf dem Weg hierauf. Nee. Das sieht zwar jetzt nicht viel aus, was wir hier hochgeklettert sind, weil da unten irgendwo standen die Stoppschilder und die ersten da. Aber das ist so voll, also richtig einfach übel. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so viel Geröll und so gefährlich. Ja, jetzt haben wir es auf die Spitze geschafft und werden nicht mit der Aussicht belohnt. Hätte ich echt nicht gedacht. Hier zieht jetzt auch der Nebel gerade wieder auf. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sieht. Sieht mega aus, ist echt schön. Aber ja, wir haben leider auch schon ein bisschen später, haben wir gerade gesehen, wir haben 4 Uhr. Und jetzt wird im Moment, wird es circa um 5:30, glaube ich. 5:30 wird es dunkel. Ja, jetzt müssen wir runter und ungefähr 2 Stunden soll man brauchen. Da müssen wir jetzt aber gleich angehen, fix. Sonst kommen wir in Bedrohnis. Ich glaube, wir rutschen Bedrängung. Runter, oder? Ja, wäre besser, definitiv. Jetzt haben wir gerade wieder so eine lustige indonesische Gruppe getroffen hier vorne. Voll lustig, die Typen. So, und die meinten, dass man, wenn man hier hochklettert, also noch ein Stück höher als wir waren, dass man hier was sehen kann. Ach ja, naja. Wir schauen mal. Ein bisschen. Ach ja, da hinten. Aber Wahnsinn, hier vorne, das Qualmen da. Das ist echt der Vulkan. Riechst du das? Ja. Wir haben jetzt eben ja da gestanden. Ach guck mal, jetzt kannst du auch unten ein bisschen was sehen. Ja. Hier steht es, glaube ich. Ah, Wahnsinn. Wie hoch das ist. Ja. Oh, was, 3000 Meter? Ja, 2930 Meter sind wir. Das ist definitiv der höchste Punkt, an dem wir je waren. Bis jetzt. Oh. Geil. Picture! Picture, picture!
So, jetzt sind wir gerade noch schnell mit der Drohne geflogen. So geil. Und es klarte ja auf. Jetzt zieht es sich wieder zu. Bevor das passiert, hauen wir schnell ab, weil es wird es auch kalt, oder? Ja. Fies. So, leider ändert sich das Wetter jetzt auch gerade ein bisschen bedrohlich und es wird auch schon dunkler. Also 2 Stunden brauchen wir mindestens runter. Mit Pech kommen wir schon ins Dunkle rein. Das ist nicht gut, weil wir haben keine Taschenlampe. Deswegen packen wir die Kamera jetzt auch weg und dann sehen wir uns gleich beim Essen wieder oder so. In der Hoffnung, dass wir es geschafft haben. Weil wir müssen es jetzt sputen und ja... Muss auf die Zeit achten. Yeah, we did it. Das ist unglaublich. Das sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus. Aber echt von da vorne an bis hier runter ist das einfach nur eine Rutschpartie. Das ist eigentlich sogar ganz cool zu laufen. Aber wenn man sich jetzt die Schuhe mal anguckt. Gib mal aus. Ja, oder bei mir ist auch ganz witzig hier. Oh Gott. Der Socken hier. Das ist so anormal. Oh, das ist meine ganzen Füße sind dreckig. Guck mal hier rein. Guck dir das mal an. Wahnsinn. Selbst in den Socken hier, ne? Ja, ist heute wieder richtig Adventure-Time, würde ich sagen. Guck mal, die Füße. Wir essen uns jetzt schnell noch eine Power-Banane. Wir haben uns gerade ja die Schuhe geleert. Eigentlich wollten wir nicht mal filmen, aber wir hatten gerade so einen Glücksmoment, das ist unglaublich. Was wir da gerade geleistet oder geschafft haben, weil ich zoome da noch mal dran. Das kann man so ja gar nicht sehen. Wir haben die übelsten Stellen ja auch gar nicht gefilmt, aber das ist so ein krasser Abstieg gewesen. Auf, also hoch war schon übel, aber runter gerade auch. Boah, so ein Mordsweg, das kann man sich echt nicht vorstellen. Ja. Wahnsinn, oder? Ja, voll krass. Wir standen halt gerade nochmal da unten und haben halt hochgeguckt und haben gesagt, boah, krass, wir haben wirklich den kompletten Weg da hoch alleine gemeistert. Ja, nicht eine Tour oder so. Und, ja, ohne Guide. Und es war so ein schöner Moment, weil es ruhig war und wir nur diesen Moment zu zweit haben. Was sollen wir jetzt still? Ach, man hört echt gar nichts, ey. Das ist so geil hier. Ah ja, es wird dunkler und wir machen uns fix auf den Weg. Endlich mal. Endlich mal. So, es ist richtig, richtig dunkel geworden, wie man sieht. Und dann haben wir 4 nette Indonesier getroffen. Und ja, die helfen uns gerade hier den Weg runter zu gehen, weil das hätten wir echt nicht mehr geschafft. Das ist so stockduster, das ist wirklich anormal. Wahnsinn. So, wir haben es endlich geschafft. Wir sind wieder auf dem Boden, ne? Oh ja. Es war echt hart. Und jetzt haben wir erstmal hier was zu essen, gebratenen Reis, Gemüse und so weiter. Und... Und es war echt krass. Also es war, glaube ich, das Krasseste, was wir bis jetzt auf der Reise gemacht haben, oder? Definitiv. Also eigentlich war es schon eine große Dummheit, da hochzugehen, weil das war so gefährlich. Und dann sind wir in die Dunkelheit gekommen, ja, ohne die Indonesier, die 4 Jungs, da wären wir voll aufgeschmissen. Ja, wir gewesen. Hatten halt gedacht, okay, wir schaffen das, bevor es dunkel wird, wieder unten zu sein. Ja. Aber wir haben auch nochmal 3,5 Stunden gebraucht, bis wir unten waren. Das aber war jetzt echt mit Dunkelheit, heftig. Da geht man halt auch langsamer. Genau, und die hatten zum Glück eine Taschenlampe dabei. Wir hatten halt keine dabei, weil wir dachten, okay, wir sind eh wieder unten, wenn es hell ist. Ja. Da sind wir auch noch mal ein paar Mal gut ausgerutscht. Ich habe mich auch noch mal hingelegt und hier am Arm, an der Hand verletzt. Da sieht man es? Ja, da ist ein Pflaster, ja. Und ist aber nur eine kleine Wunde jetzt, aber ja, war schon sehr gefährlich, aber dennoch war es sehr, sehr cool. Ein richtig geiles Abenteuer. Und oh ja. Ja,
Wir fallen gleich ins Bett. Ja. Und morgen werden wir wahrscheinlich einfach nichts machen, Video schneiden. Also Beinschmerzen haben. Genau. Wir haben so lahme Beine, ist unglaublich. Ein bisschen aufarbeiten und das war's dann jetzt für heute. Ja, Essen schmecken lassen und gute Nacht von hier aus. Bis zum nächsten Mal. Lass uns gerne einen Kommentar unter dem Video. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.